ich glaube, ein Zug wird es freuen, wenn was gerade dazwischen ist. Aber ein Railroads Online nicht. Aber auch da ist er nicht ganz unglücklich. Okay. Also ich baue tatsächlich in die S-Kurven immer noch ein gerades Stück ein. Ich kann meinen Mindestabstand von dem geraden Stück nicht einbauen. Das ist ja mein Problem. Ansonsten hätte ich ja überall so eine X-Kreuzung reingesetzt. Ah, da geht's auch wieder so steil bergab. Mann. Dann vielleicht sollte ich es kürzer machen. Vielleicht müssen wir hier mit dem Hügel. Ich muss gerade vor allem gucken, wo ich mit meiner Spitzkehre hier rauskomme. Beziehungsweise mit der Kurve. Nee, Stormy, komm mal zu mir her. Warte. Warum konnte ich jetzt die Brücke nicht setzen? Was ist das für ein Schwachsinn? Ich glaube, ich habe die Maximalhöhe meiner Brücke erreicht. Wenn du Sachen nicht mehr platzieren kannst, dann haben die keinen Bodenkontakt mehr. Ja. Wenn das das Problem ist. Dann sind sie aber ein bisschen hoch. Ja, tiefer geht nicht, sonst muss ich hier mit 4, irgendwas Prozent bauen. Ach, mit 10% Steigung kann ich einen Boden setzen, okay. Nee, fahr doch da dem Gelände noch ein bisschen entlang und dann nach unten. Ach, du kannst das ja dann noch ein bisschen ausnutzen. Eine ganz kurze. Oh, jetzt zu deinem Problem hier rum. Nee, kein Problem, aber ich dachte mir gerade, da habe ich jetzt das Telegrafenhäuschen hingebaut habe. Ist die Frage, ob es nicht schlauer ist, dass man da dann weiter nach unten fährt und da den Hang entlang fährt. Hier so. Und dann hier Höhe abbaut und dann da, wo jetzt der Hang hier diese Kurve hat, auch dann da mit einer Kurve runter geht und in die Richtung wieder runter. Dass man so eine große Schlaufe hat. Weißt du, was ich meine? Und jetzt zwar gerade überhaupt nicht fangen, weil ich dich überhaupt nicht vor mir irgendwo sehe, aber. Okay, gehen wir nochmal zu dem Telegrafenhäuschen da hinten. Du bist doch gerade ein bisschen too much speed. Also. Hi. Dass man hier irgendwie in der Schräge, also von da hinten irgendwo, so dann daherkommt, von der Kurve. Und dann fährt man hier diesen Hang da entlang. Aber halt immer quasi nach unten. Fahrt er so lang. Und da, wo dann quasi hier vom Hügel her die Kurve ist, schaut man, dass man auch da irgendwie die Kurve langgezogen nach unten zieht, dass man dann halbwegs auf die Ebene da kommt. Da kann man dann hier irgendwie wieder nach links ziehen. Ich sollte das Ganze nicht so das große Problem sein. Aber? Ja, eigentlich nicht. Wir müssen wirklich erstmal gucken, dass ich überhaupt bis zu diesem Telegrafenhäuschen komme. So, wenn ihr wissen wollt, wo ich bin, da wo mein Telegrafenhäuschen steht. Wow. Da bin ich jetzt schon mit meinem angekommen. Wir werden so oder so, glaube ich, hier Schleifen brauchen, sonst komme ich hier nicht runter. Wir können es ja erstmal probieren, dass ich überhaupt bis zu diesem Telegrafenhäuschen komme. Von welchen redet ihr? Von dem, wo ich jetzt gerade stehe. Hey, ihr seid ja gar nicht mehr so. Ja, doch, ihr seid noch weit weg von mir. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu fahren. Also, wenn du auf die Karte guckst, hier hinten bin ich. Ah. Wow, Bravura ist in der Mitte. Wenn wir dort sind, haben wir gewonnen. Das wird eine Megastrecke. Also, ich glaube, Stunde und mehr Fahrzeit wird da schon drin sein auf der Karte. Aber Bravura gerade möchte, dass ich erstmal so Richtung innen hinten komme. Bravura, wie wär's denn dann einfach mal mit Zeitraffer? Also zumindest in den Videos dann auf YouTube. Wird sicherlich situationsbedingt geben. Ja genau, siehst du, jetzt hast du nicht da so ein... geil, ich kann mich nicht mehr bewegen. Was ist denn jetzt los?
Axt du im Telegrafenhäuschen fest? Nee. Ah, jetzt geht's wieder. Nee, ich war im Freien. Achso. Ich hab Angst, ich weiß nicht, wo die Map-Grenze ist. Ja, den Map-Rand haben sie ein bisschen doof gemacht, dass er so hart. Ich bin da gerade zweimal gegenrannt. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja, zweimal gegengerannt und dreimal hängen geblieben. Darf ich schon gar nicht mehr weiter nach unten gehen, stelle ich gerade fest. Ich darf weiter nach unten gehen, bin ich gleich im Berg. Das sieht aber von der Höhe gar nicht mehr so schlecht aus und dann kannst du dann hier so rüberfahren. Ja, ich glaube, das kann auch eine große Kurve hier werden. Aber ich stehe so ungefähr im Scheitelpunkt drin. Okay. So, das möchte ich sehen, dass du das mit einem langen Zug hier hochfährst. Ja, wird spaßig. Mehrfachtraktion. Juhu, ohne Extended aber. Also wenn spaßig, dann richtig spaßig. Kriege ich das, wenn ich das jetzt noch ein Stück rüberziehe, auf den Berg gesetzt? Ja, sieht nicht schlecht aus. Ist jetzt konstant minus 2,5, seit oben. Nee, hier bin ich mittlerweile wieder auf 0. Wie arbeitet konstant mit 2,5? Eben nicht. 2,5er Radius Backup. Okay, ich habe hier kontinuierlich 2. Sehr gut. Und jetzt müssen wir da irgendwie darüber kommen. Also ich glaube, da machen wir dann irgendwie eine fette Brücke rüber. Aber ich glaube, es ist gut, wenn du dann hier mit einer Kurve reinkommst, dass wir dann der Flanke da folgen können. Also nicht, dass du hier straight reinkommst. Ich stelle gerade fest, Bravura, hast du denn Anweisungen gegeben? Das ist jetzt weniger eine Anweisung, mehr so ein Tipp. Nee, Bautipps halt. Ist die Frage, probieren wir es mit einer Stahlbrücke? Ich kann doch die ganze Zeit Holz bauen. Ja, also ist frei. Muss nicht immer gleich sein. Gerade voll die geile Idee. Was denn? Wir haben noch unsere schönen Brücken. Ach, mit dem Treppengeländer. Nee. Tatsächlich gerade diese große Brücken. Großen Brücken? Ja, die ich mal genommen habe für ein Denkmal. Die Brücken. Ach, du meinst die Trussel Bridge? Ja. Schade bei den Dingern ist, dass die kein Fundament reinplatzieren. Manchmal könnte ich sagen, sei froh drüber. Muss sagen, die Trussel Bridge? Das ist das. Ja, ich weiß nicht, ich habe die noch nie benutzt. Oh, wenn du da mal nicht zu hoch bist. Nee, das ist zu viel. Ich werde sehen, wenn ich da hinten ankomme. Also ich glaube, du bist zu hoch. Warte mal, ich mache mal ein Referenzgleis. Keine Ahnung. Le Bridge. Ne, Freihand bitte. Versuchen Sie schon Franz für sich zu brechen. Okay, ich glaube, ich mache das andersrum. Nicht, warte mal. Lass mich mal kurz arbeiten hier. Nee. Wenn ich jetzt einfach mal. Also rein von der Höhe mache ich dir gerade mal. So ein Ja. Nur so ein Mythos hoch. So ganz klein wenig. Muss ich jetzt echt wieder mit 2,5er Radius nach unten gehen? Dann passt aber die Brücken nicht rein. Die passen sich nämlich nicht an. Also ich ziehe jetzt erstmal das Referenzgleis, damit du eine Höhe hast. Wie gesagt, die Brücken gehen aber nicht mit nach unten, ist das Problem. So.
Das ist die Höhe. Ja, dann müssen wir. Müssen wir hier einfach weiter runter. Das ist schlecht. So. Ja, möchte meine Brücke in der Wüste sein? Gerade gefreut, dass ich meine Brückenelemente einsetzen kann. Ist nicht. Ich hätte jetzt gerade so viel Lust drauf, hier die Trussel Bridge einzubauen, aber es funktioniert nicht, weil ich sonst nicht die Höhe schaffe, die ich brauche. Aber sollte man vielleicht segmentweise auf 3,5 runtergehen? Dass man schneller nach unten kommt? Es sind jetzt immer noch 2,5. Kann nichts platzieren. Hilfe. Ich würde jetzt. Was habt ihr damit 2,5 da runterkommst? Ich mach das. Das lasse ich mir jetzt nicht, ne? Du musst Bravura dann meckern. Das stört mich nicht. Ja, nee, ich glaube, da kommen wir nie im Leben runter. Eventuell doch. Kann sich mal platzieren. Warum hat die Brücke so komische Formen bloß? Ja. Nein! Wollte ich gar nicht. Glück. Also das schafft eine Lok niemals hoch. Nee. Ich bin verwirrt. Seit wann baut man Brücken aus Kupfer? Nee, was ist, wenn man ab. Was ich höchstens wirklich probieren kann, das hier. Mit, ja, ich glaube, das muss fast ab da hinten schon machen. Müssen wir kurz was abreißen da bei dir? Nö. Nein. Ja, gut. So. Meine Brücken werden gekappt. Nee. Unhöflich. Was hast du da für einen Style genommen? D&R-Gewehr. Schauen wir mal, 3,5. Na Gott, was soll's? Ist jetzt eh erstmal. Mach mal 15. So eine Brücke. Also wie es aussieht, komme ich bis jetzt noch da drüben. Bravura, was wäre dir lieber? Zwischen zwei solchen Trussel Bridges eine Stahlbrücke als Stützfuß oder ein Steindamm? Entscheid du. Ja gut. Dann Zweifel immer Stahl. Es passt halt gerade vom Abstand genial. Deswegen frage ich halt. Ist halt, was ist, wenn ich hier halt einen Steinbahn da reinsetze, statt einer Stahlbrücke? Ja, dann machen wir das Segment gerade hier. Also mit 3,5 könnte ich hinten ankommen. Ist das nicht ein bisschen hart? Endwertig, sagen wir es mal so. Du vertraust darauf, dass die Loks das schaffen, oder? Ja.
Das geht schon mal nicht. Na komm. Top. Perfekt. Nice. Ja, minus 100. Nach da. Boah, komm mal kurz bitte hinten hin. Was ist das hier? Moment, ich komm. Alter Vater. Oh, da ist aber mega Knick dazwischen drin. Das ist deine Brücke, wo du gerade langläufst, nicht meine. Jetzt auch noch auf dem Auer schieben. Na, also die braune hast du gebaut da jetzt, oder nicht? Ja, bis irgendwo hier vorne gehe ich mit 3,5 runter. Hier hinten musste ich schon wieder hochgehen. Aber ich glaube, wir müssen da steiler reinkommen. Also irgendwie, warte mal, wir können jetzt irgendwie ausrichten. Nicht, warte mal. Ja, es geht nicht. Was irgendwie so ähnlich rein. So wie das eine gerade Stück da. Müsste ich in der Theorie noch weiter nach rechts, um nach links zu kommen. Oder wir machen da eine enge Kurve. Ich fahre jetzt gerade eine Brücke hinterher. Das wäre eher so Steindamm-mäßiges hier. So, und da jetzt eine enge Küfen. Okay, die Lok schafft das locker. Die Frage ist einfach, mit wie viel Tonnen am Haken? Also, mit einer Wagen, da geht es schon. Mit allem. Also, wenn du da mit 40 Wagen hoch willst, dann schafft die das auch. Du musst nur dran glauben, Bravura. Du musst glauben. Um 20 Meter, Das sieht gut aus. Ich bin zwar kein Freund von den Stahlbrücken, das sieht gut aus. So, und jetzt da eine Kurve nach rechts. So, wir setzen ansonsten mal hier an. Problem ist, wir wollen ja um die Kurve rum. Hier oben. Naja, aber ich glaube, so könnte es jetzt eine schöne Kurve reinmachen. Oh, was eine Konstruktion hier. Weil wenn du dir das jetzt mal anguckst, wie ich jetzt hier hinten ankomme. Nein.
erstmal gucken, wo ihr seid, damit ich weiß, wo ich hin muss. Oh! Was denn? Ja. Ich bin noch lange nicht auf eurer Höhe. Nein, jetzt kann ich doch nicht mehr snappen. Schade. Ich meine, wie gesagt, guck dir mal an, Bravura, wie ich jetzt hier oben ankomme. Ach, das wird schon irgendwie gehen. Ja, und jetzt da dem Gelände halt entlang. Das ist jetzt mit Mindestradius 80, die Kurve hier oben. Und dieses Brückenstück hier oben am besten dann niemals abreißen. Ja, wieso, was ist mit dem? Das ist so über 140 Meter lang. Ich habe gehört, wir dürfen es abreißen. Alter, ist hier ein... Ist hier eine Steigung drin, holy. So. Oh, schön, das sieht gut aus. Ich hätte gern gerade eine Lok und einen Wagen, um das zu testen, wie man hier hochkommt, aber... ich weiß, was du meinst. Ja, dann schließe ich mal deine Brücke wieder an. Dann hast du hier ein S reingezwimmert, ey. Ja, ich bin halt dem Gelände gefolgt. Ist das ein S? Deo. Ich glaube, jetzt müssen halbwegs schön wieder hin. Ich glaube, wir müssen mal unsere Poller aktualisieren, wo wir hin wollen und wo wir uns treffen. Die passen nämlich so ziemlich gar nicht mehr zusammen. Komme ich denn jetzt zu euch oder hoch? Verdammt! Na, Bravura, soll ich es doch lieber selbst anschließen? Ja, wenn ich meinen Snappoint hier kriegen würde. Achso, warte mal. Jetzt. Moin. Bravura, tust du mir eingefallen, dass du bei mir in meiner, in meiner Brücke, die eine schöne langgezogene Kurve ist, niemals aus der Lok aussteigst? Ich habe so das werden Bedürfnis. Wir sehen. Ich habe so das Bedürfnis, dir mitteilen zu müssen. Wenn du es tust, dann tu es. Aber dann könntest du auch hinter der Mapbahn verschwinden. Ich habe nämlich gerade flächenbündig an der Mapwand entlang gebaut, an der einen Stelle. Das habe ich jetzt erst gesehen. Ich habe sie jetzt erst gesehen, muss ich zur Verteidigung dazu sagen. Nero ist lebensmüde. Nein. Kannst du nicht ein bisschen von der wegbauen, dass man da den hässlichen Kartenrand nicht sieht? Den Kartenrand siehst du gar nicht, die unsichtbare Mauer kommt schon viel näher. Also du guckst natürlich hoch. Du sollst auf die Instrumente deiner Lok gucken und nicht nach oben gucken. Ah, da fehlt noch was. Aber was jetzt ist die Strecke doch erstmal für gut befunden, hier, oder? Das verknickt da. Ja, fürs erste tut's. Wir werden eine Testfahrt machen. Dann gehe ich jetzt mal hier Bäume hacken. Tschüss, Bäume. Bravura, wo bist du? Beim Brückenende momentan. Oh, hi, hier bin ich. Ich habe da so ein kleines Problem. Ich weiß noch nicht, wie wir uns das vorstellen sollen mit dem Verbinden. Ja, die Idee war, dass man jetzt hier diesen Hang noch entlang geht und dabei halt immer weiter nach unten. Und dann eine hier eine Kurve und dann eventuell hier so rüber und dann kommt man dann irgendwie hier so rein. Bravura, komm noch mal kurz zurück. Wohin zurück? Und zum Brückenende. Ah, ich sehe schon deine Brücke. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich bin da dezent auch schon auf einer gewissen Höhe. Und das sind nur 2% Steigung, der ganze Weg. Ich nehme mal überall die Props weg, ne? Ja, alles gut. Also hier, ich schleife gerade am Maprand. An der unsichtbaren Rand. Ey, hier, genau. hier würde noch ein Gleis daneben passen. Also hier, kannst du versuchen. In die Richtung kommst du nicht. Hier ist Map-End. Okay. Nein, ich komme da nicht mehr durch.
Ah doch, geht. Also, ich weiß nicht, ich empfinde es als okay. Meine Idee war ja erst hier einen riesengroßen Ring zu ziehen und dann quasi hier oben drüber zu fahren. Aber das wäre wahrscheinlich dann wieder zu hoch gewesen, um überhaupt Brücken zu platzieren. Ich glaube, es könnte sich schon ausgehen, dass wir da hinten hinkommen. Schlimm, wenn ich das auf Screenshot mache. Nein, mach noch. Alle Dude. Ich pack das einfach mal bei uns in den Discord hier rein. Stimmt. Ich meine, ich könnte natürlich versuchen, auf den anderen Berg drauf zu kommen. Nee, also ich mach das zuerst. Also ich versuche die Schleife da irgendwie zu machen. Nee, warte. Pass auf, ich meine den Berg hier, wo ich jetzt draufstehe. Ja, wir müssen da hinkommen. Das heißt Berg, diesen Hügel. Ja, indem ich jetzt einfach eine Kurve die andere Richtung ziehe. Und dann von hier halt hier hoch, wo ihr eure Schleife ziehen wollt. Dass ich euch irgendwie mit der Schleife entgegenkomme, weißt du? Weil der Höhenunterschied ist gar nicht mehr so viel. Ja, was ist, wenn wir bei dem hinterm Tal hier irgendwie zusammenkommen? Oder meinst du, ja doch, warte mal. Ja, du wolltest ja hier so die Schleife ziehen, hier um den Berg lang, ne? Ja, aber ich sehe gerade, dass wir da hinten ja eigentlich schon das perfekt geformte Tal haben. Wo? Ja, komm mal hoch zu mir. So, du bist ein Buch. Warte. Ein Glück gibt's hier eine Telefonzelle. Steckst du da? Ja. Ja, kommen Sie mir hoch? Ja, komm. Du bist gut. Ich komm gar nicht über die Brücke drüber. Warte, mit viel Anlauf. Sonst lauf einfach außen rum. Nee, ich bin jetzt drüber gesprungen. So, ich stehe auf der Brücke und gucke in Richtung Schienenende. Ja, ich bin auf dem Berg hier oben. Was machst du denn jetzt? So. Ja, guck mal. Da hinten, wo wir jetzt die Brücke drüber gebaut haben, da geht ja diese Senke dann nach hinten runter. Ja, da wollte genau ich genau zu der Strecke, wo du da gebaut hast. Da wollte ich ursprünglich runterfahren, aber das funktioniert nicht. Ist es zu steil? Nein. Die Map-Grenze, die Wand, die unsichtbare. Ne, die Map-Grenze also, ist hier hinten an der Wand, wo ich jetzt bin. Also in dem Teil kann man bauen. Doch, Entschuldigung, mein Fehler. Da muss ich ja die schöne Brücke wieder abreißen. Dann wäre hier halt die fette Brücke nach unten. Aber das Tal hier kann man bebauen. Können wir die Brücke nicht da lassen, wo sie jetzt ist? Können wir auch. Mach mir jetzt nicht schon wieder mehr Arbeit, als es schon wieder ist. Ja, also bitte. Ich hab's nur gesehen, es ist eine Option. Hier wollte ich eigentlich ursprünglich lang bauen. Hier waren auch meine ersten Pommer vertreten. Ich hab's dann aber gelassen, weil ich mir so dachte, das ist von der Steigung vielleicht etwas hart. Auch wenn ich hier die ganze Zeit höre, dass ihr mit 3% arbeitet, dann bin ich ja noch harmlos. Wenn wir es irgendwann nochmal umbauen sollten. Nein. Da habe ich Urlaub, wenn ihr das umbaut. Hat eigentlich mal jemand gesagt, dass wir da oben nochmal ein Holzfällerlager haben? Ich hab's gesehen. Ich sehe das zwar die ganze Zeit schon auf der Karte, aber ich hab's bis jetzt noch nicht so viel vollgenommen. Warte kurz, Story? Ja, wer weiß, ob wir es überhaupt anschließen. Es existiert erstmal. Oh mein Gott. Du hast hier einen Versatz drin von einer. Sag schon, von einer Plattformhöhe. Aber der Mammutbaum macht sich hier gut. Einfach nur aus Neugier. Woran Mammutbaum stehen, wo es nicht so stört. Willst du mir mal verraten, wie man da unten an die andere Strecke rankommt. Okay, den Mammutbaum kann man fällen. Ich habe gerade einen außerhalb der Karte gefällt. Nero? Ja? Geh mal von der rechten... Kommst du nochmal hier hoch? Ach so, du warst da oben.
Geh mal von der rechten Plattform straight Richtung Eisenerzmine. Du meinst die mit dem Scheitholz, ne? Ja. Geh mal einfach geradeaus durch. Okay, warte. Soll ich mit dem Eisenerzmine einfach nur laufen? Aus. Einfach laufen. Warte, links. Shit. Stopp. Links. Hier zu mir. Hier willst du von hier oben nach da unten kommen. Oh Gott! Bravura? Ja. Nein. Bitte, nein. Selbst Brücken haben nicht so tiefe Füße, wie du hier brauchen würdest. Und wenn du das doch machen willst, dann fahr doch bitte um das Tal ringsrum, wo du deine Eisenerzmine hast. Bitte. Ich glaube, du kommst eh nicht drum herum, hinten lang zu bauen. Aber guck mal, man könnte es ja dann so anschließen, dass du über die Eisenmine weiterfährst. Diese ganzen schönen Brücken. Ja, ich hätte aber nichts gegen einen Tunnel. Oder generell mal das Gelände ein bisschen zu terraformen. Das wäre ein Träumchen. So ab und zu mal würde ich gerne, wie du sagtest, das Gelände umbauen wollen. Aber einfach nur so umbauen, dass du wie auf der anderen Karte zur Eisenerzmine quasi so eine Plattform hast, auf der du bauen kannst. Oder zumindest ein bisschen sowas ähnliches. Dann bräuchte da einfach nur eine Planierraupe. Oh ja. Der Planierraupe müsste ich jetzt aber gerade an eine andere Planierraupe denken. Na Bravura, soll ich's doch wieder weiterbauen? Ich sehe dich beim Verzweifeln. Ja, eigentlich nicht. Ich frage mich nur, wie ich die Kurven hier anschließend hinkriegen soll. Dass es gut aussieht. Böse Zungen würden jetzt sagen, gar nicht, aber das wäre gemein. Doch, kriegen wir hin. Warum hängen die eigentlich bei mir so? Was zur Hölle? Was? Hier, Bravura setzt immer so ein Schienenstück und im nächsten Moment tauchen bei mir so ganz verschiedene Schienenelemente irgendwo in der Karte auf. It's a magic! Magic Moments, ja. Iro, guck mal bei dir ins Discord. Das sieht dann auf einmal so aus. Trau mich gar nicht rauszutappen, weil das Spiel gerade so gut läuft. Ah, ich muss. Ich will aber nicht. Ich muss. Ah, hast gewonnen. Ich muss. Okay. Das geht sich nicht aus mit dem Radius. Das ist eine 80er Kurve, ich komme nicht um die Kurve. Ich muss da weiter hinten irgendwie anfangen. Sollen wir, willst du mal probieren? Jetzt auf einmal doch. Nein! Oh, nein! Nein! Aber ich glaube, wir können ganz gut die Höhe abbauen. Also das funktioniert schon mal. Magst du mal deine ganzen Brückenelemente wegruppen? Alles abreißen. Die Aussage fand ich heute am besten bisher. Alles nochmal neu. Die Arbeit habe ich heute nur zu hören gekriegt, ich soll aus einem Rasenmäher keine Dampflok machen. Warum? Das Bild gibt's im Discord. Kann ich eigentlich die Brücke auch wieder abreißen? Oder wenn du es in Kurzform haben willst, der Luftfilter war komplett zugeölt. Warum auch immer, konnte mir keiner erklären. Weil Öl auf der anderen Seite vom Motor reinkommt und nicht da, wo der Luftfilter ist. Und auf jeden Fall, der hat die ganze Zeit dadurch Öl gezogen, der Motor. Halt Vergaser.
Motor, Benziner und ja. Du kannst dir doch vorstellen, wie Öl im Motor, was das dann für eine schöne Wolke ergibt, ne? Mhm. Ich glaube, auf dem Bild kommt das nur nicht so schön rüber, weil das war richtig eigentlich so blau, also weiß und dann wie blau umrandet war das. Kommt auf dem Bild aber tatsächlich nicht so gut rüber, wie es wirklich war. Was schade ist. Ich hätte gedacht, dass wir zeitlich jetzt schon längst unten wären. Über 2,5 Stunden. Bravura. Also neu. Gut, wegen wir Weile haben. Eben. Die Community neue Karte hat in sich. Was zu sehen haben. Ja, die seht, wie wir Brücken bauen, abreißen. Brücken bauen, gerade wieder abreißen. Bauen, wieder abreißen. Aber ganz ehrlich, aber da, so ist es, wenn das gut aussehen soll. Aber ganz ehrlich, da wo original manche Sachen auf der Karte hier platziert sind, also ich will nie wissen, wie du dorthin baust. Also muss ich jetzt hier echt 0,5 wieder in die Höhe gehen? Was? Passt. Das passt. Nice. Abreisen, Neubau. Wie sieht das doof aus, wenn sich hier der Stein nur... Oh, ich denke, es geht nur. Also Bravura, ich weiß jetzt, wie du bei der... Trussle Bridge, wie du da Stützfüße reinkriegst. Ja, indem du die zuerst baust, oder? Nee. Brücke setzen, Kreuzung setzen, Brücke setzen. Kreuzung abreißen, Brücken mit einer Stahlbrücke verbinden. Ah, so meinst du, ja, okay. Deswegen habe ich dich vor uns gefragt, willst du lieber Steinsäulen oder Brücken dazwischen haben? Wobei ich tatsächlich dazu tendiere, auf der Höhe wird's wahrscheinlich die Stahlbrücke. Möchtest du jetzt hier weiter links rum und dann wieder rechts rum, oder? Ja, wie es halt besser aussieht, damit man da hinten auf die Höhe von Nero kommt. Ah. Auf meine Höhe kommt ihr gar nicht. Naja, doch, irgendwie kriegen wir das schon hin. Ich meine, ja. Wenn es dich nicht stört, ich könnte halt auch sagen, ja komm, dann sieht's halt blöd aus, aber Steigung geht hoch. Naja, also hier kannst du schon gerade machen und... Du, das sind nur die Trussle Bridges, die gerade sind. Die Holzbrücke hier vorne zum Beispiel, nur als Beispiel, ist schon wieder mit 2% die ganze Zeit. Also es ist dann grad Steigung oder wie? Es geht leider nicht anders. Die Trussle Bridges lassen sich halt in keine Steigung bauen. Ich find's übrigens auch doof. Das ist dann halt irgendwie doof. Also wenn, dann macht das Segment dann halt schon gerade hier. Also das ist ja so ein Hoch und Tief die ganze Zeit. Aber nee, das ist... Tatsächlicherweise ist das die... pass auf, Bravura. Ab hier. Also der Steinbaudamm ist das letzte mit Steigung. Ja. Und alle X'e und diese Trussle Bridges sind ohne Steigung und die letzte und hier die Holzbrücke ist dann erst wieder mit Steigung. Und die Holzbrücke bleibt nicht. Die ist nur, damit ich jetzt einen Anhaltspunkt habe, wo ich ende. Wow, gut. Weil, so passt's, wie ich sehe und wie du wahrscheinlich auch siehst, ich muss nach rechts wahrscheinlich rüber. Ja, beziehungsweise bauen nicht mal allzu sehr weiter. Es kommt jetzt darauf an, wie wir da jetzt mit der anderen Brücke runterkommen, wo wir den Anschluss dann bauen. Du, ich werd jetzt auch erstmal nicht mehr weiterbauen. Ich werde jetzt erstmal warten, wie ihr da hierher kommt. Also der Steinbahndamm ist halt jetzt wirklich das Letzte, was ich gesetzt habe. Hast du eigentlich einen Farbwunsch? Die Trussle-Bridges gibt es ja in verschiedenen Farben. Nö, open-minded. Aber siehst du, jetzt kommst du da auch nicht um die Kurve rüber, so wie ich.
Naja, ich mache jetzt hier die Stützfüße. Beziehungsweise ich will mir das mal angucken, wie das mit Steinbauern dann aussieht. Ich gehe mal davon aus, wir müssen ja einfach mit einem Kompromiss eingehen. Also enger Radius. Schau mal. Wie sieht's denn aus mit 75? Ja, 75 ist schon wieder zu viel. Wir sind jetzt 78. Ja, ist halt langsam fahren angesagt. Ja gut, du wirst eh nicht schnell sein hier. Hier tatsächlich noch human. Ich gehe mit 1,5 runter, weil tiefer geht nicht. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Trussel Bridges ein vorgegebenes Segment sind. Ja, also wenn die jetzt dynamisch generiert werden, so wie die anderen Brücken, wenn du die ziehen kannst, das wäre schon nice. Du, also ganz ehrlich, ich würde das Ding in eine Steigung setzen, ich würde das in einer leichten Kurve bauen und dann würde ich das Ding als Meisterwerk stehen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, komm, Holz. Alter, wir kommen da nicht drum rum, dass man hier die hohe Kurve haben, die da hinten runter geht. Versuch gerade einfach nur bis zu Nero zu kommen, weil anders wird das eh nicht funktionieren. Du wirst die Brücke halt leider von links aus sehen. Dann wird das so sein. Weil sonst müsste ich hier mit noch engeren Radien arbeiten und dann kommst du hier mit gar nichts mehr ringsrum. Ich meine, ich könnte ja auch mehr Steigung reinnehmen, wenn euch das hilft. Ich komme ja mit einer zweieinhalber Steigung, also Senke runter. Aber ich glaube, das könnte noch gut aussehen in dieser riesigen Kurve da. Aber ich glaube, wir kriegen jetzt hier ein Höhenproblem. Die Frage ist, was sagt der Chat? Ja. Chat, was sagt ihr? In dieser gigantischen Kurve da. Verdammt, ich kann ihn mir auf den Boden snippen. Nein. Definitiv nein. Cool. Bin gefangen. An. Oh. Danke. Doch viel zu fett. Ich muss hier gerade noch mal kurz mal ein bisschen was abreißen. Ich muss hier von irgendwo ab schon mit 3,5 runtergehen. Was soll ich denn meinen? Passt schon. Besser als alles, was ich baue. Komm ich drauf. Wo habt ihr das Holz dafür her? Ach, ich bin im Hintergrund natürlich mit der Lok immer wieder zum Sägewerk gefahren. Hab das Holz hergebracht. Bravura. Ist auf magische Art und Weise hier oben gelandet ist. Bravura. Sag doch einfach deinem Chat, dass du heimlich die ganze Map abgeholzt hast. Stimmt, das wird mir das erklären, warum hier so wenig Bäume sind. Deswegen. Ah. Du kannst mich schlafen, wenn das jetzt doof aussieht, aber ich will das jetzt nicht probieren. Nein. Warte, ich komme mal zu dir. Was, zu mir? Nein, musst du nicht. Ich möchte aber. Ja, aber ich kann es ja noch nicht machen, weil ich erstmal gucken muss, auf welcher Seite ich das hingekriegt. Du bist doch ganz weit hinten. Nein, nein, ich komm gleich wieder zur Stahlbrücke zurück. Ich will bloß was wissen. Ah, okay, so. Also Innenseite. Auf zur Stahlbrücke. Also. Wie doll mich die Loks quälen. Jaha. Ich freue mich so. Bravura, schaffen wir die Testfahrt heute noch? Die wird eng, glaube ich. Aber bei.
Stimmt, das kann ich ja nicht machen. Ich kann nicht die Testfahrt vorbereiten. Weil ich da schon mal Bretter und so einlade. Nein, jetzt habe ich mich selber eingesperrt. Ich kann da eigentlich. Map. Freak Depot. Aber Nero, komm jetzt bitte zu mir. Also ich glaube mal, wir machen die Testfahrt nicht mit 6 Wagen, sondern vielleicht mit 4. Was meint ihr? Aber wenn mal jemand hier irgendwo ein Telegrafenhäuschen wie vorhin setzt. Ich bin schon auf dem Weg. Steckst du? Fett, was meint ihr? Ich meine, das ist... Hilfe. Montezuma, ich glaube, 4 Wagen ist auch schon grenzwertig. Bravura. Komplett voll beladen. Alle Waren, die du hast. Das Chefdi. Hab Vertrauen. Ich glaube, hier fährst du eher mit einer Heißler und einer Climax hoch. Ja, Doppel- aber die habe ich nicht. In Doppeltraktion, ne? Aha. Mensch, wieso? 1, 2, 3. Selbst das immer auf die falsche Seite. Ich meine, wir machen es mal mit 4, aber ich glaube, das wird fail. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.